Oh mein Gott, Season ab. Was geht da bloß ab? Bloß hier zu einem Video. Definitiv. Also, Leute. Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Raphael Let's Play. Und zwar werden wir nämlich heute uns das Ganze bei der Season 8 anschauen. Und zwar seht ihr hier nämlich den Battle Pass. Den Battle Pass, den kauft mir später. Höchstwahrscheinlich. Also es gibt hier auf jeden Fall eine neue Story, die da hier rausgepostet haben. Also hier könnt ihr es nochmal sehen. Hier auch noch, also es gibt ungefähr so drei Storys, die sie jetzt momentan rausgebracht haben. Ja, und das mit dem Panzer, was sie jetzt erwähnt haben. Ja, ich hoffe, der Panzer, der kommt irgendwann mal weg, weil der Panzer, der ist echt richtig nervig im Spiel, besonders im Battle Royale. Und deswegen nehme ich mir auch eher einen Raketenwerfer mit, statt ein Scharfschützengewehr. Weil der Panzer, der muss eher weg. Mann. Ja, ich lade dich gleich an. Du kannst gleich mit mir spielen. Ja. Und das sind die ganzen Stories, die sie jetzt momentan rausgebracht haben. Also geleakte Stories. Geleakt sind die jetzt auch noch. Es sind auch noch so 5 geleakte Stories. Die werden bald rauskommen in Season 8. Und ihr könnt auch noch die anderen ansehen. Also wahrscheinlich werden die nur für eine begrenzten Seasons oder so verfügbar sein. Danach gibt es dann keine Stories wahrscheinlich mehr. Und hier seht ihr, hier, es gibt nämlich neue Herausforderungen, wie bei Seasonal auch vorgestellt. Schon ein paar habe ich schon gemacht. Na, ich habe auch nicht immer Zeit. Und man kann nämlich auch die täglichen Herausforderungen machen. Und Leute, falls ihr es jetzt auch nicht wusstet, also vom Battle Pass kann man sich auch C verdienen. Also man kann sich keine C kaufen. Das finde ich total irgendwie schade. Weil dann könnte man... Dann könnte man das Dings machen, dann könnte man sich voll die Waffen kaufen. Dann könnte sich jeder die Waffen kaufen. Wirklich. Deswegen gebe ich die auch meistens für Dings aus. Die haben jetzt halt auch echt sehr Gutes. Aber, ja, ich finde es halt schon ein bisschen doof, dass man halt nicht die C kaufen kann. Finde ich schon ein bisschen doof, leider. Aber, es gibt nämlich auch mehr Spielermodus, auch noch neue Dinge. Und zwar nämlich der Juggernaut, der Highwise und der Gulag, wie es den auch in Call of Duty Warzone gibt. Und ein kurzer Prozess, der kommt wieder mal wöchentlich, wie auch der Waffenspiel im Teamkampf. Und der Trainingsmodus, der bleibt für immer dort. Und das habe ich auch schon in so einem Video gesagt. Da könnt ihr jedes Mal dort trainieren, gehen, schießen, üben und so weiteres machen. Und im Battle Royale hat sich jetzt eigentlich voll kaum verändert, besonders die Karte. Ich finde irgendwie schade, dass man nicht die Karte jetzt unbedingt jetzt hier in der Lobby auch sehen kann. Weil dann wäre das total gut. Also dass man sie zumindest nicht am Anfang oder so, aber irgendwann mal sehen könnte. Ja, und wahrscheinlich gibt es auch wieder was Neues in den besten Listen. Wahrscheinlich. Die sind halt auch echt sehr gut. Also ehrlich. Kann man jetzt mal sagen, ich weiß nicht, wie der gut gewinnen kann, aber er ist halt richtig gut. Na, ich habe ungefähr 125 Sieger, aber bei mir ist es noch härter, irgendwie zu spielen. So, auch wenn ich die guten 2 Waffenvorteile habe, zumindest das bei der, das war der Dings, bei der PTW und bei der M4 LMG Mondstein. Hier, da habe ich diese Waffenvorteile und auch dort wahrscheinlich und mit Effekten. Ich habe jetzt bisher keinen Effekt wirklich gesehen, ehrlich. Ein Effekt, also wirklich, ja. Aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Der Battle Pass und der tägliche Shop sind auch da, natürlich. Auch hier seht ihr es auch, so ein Tanz-Emote. Und die Dings mit Feuerwerk. Ja, natürlich mit Feuerwerk beschießen, also ehrlich. Also wenn das jetzt keine Waffenvorteile sind, also ehrlich. So, aber ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da und ein Abo. Dann sage ich mal gleich, bis zum nächsten Video. Bis bald.